Hallo, Schildkröten. Ich komme heute mit einem Tag zu euch, den ich schon bei verschiedenen anderen BooktuberInnen gesehen habe und den ich immer sehr, sehr spannend fand. Und deswegen mopse ich mir den jetzt einfach mal, ohne getaggt worden zu sein, und mache den auch, weil ich denke, vielleicht ist es für euch auch interessant. Und zwar ist das der Corona Book Tag, wie ihr ja schon im Titel gelesen habt, der sich eben rund um Fragen dreht, die ja darauf abzielen, wie geht es einem mit der Pandemie und wie geht es uns Buchmenschen mit der Pandemie. Und die erste Frage ist, inwiefern bist du von Corona betroffen? Gesundheitlich zum Glück nicht. Ich bin gesund, meine Familie ist zumindest, was Corona betreffend geht, nicht erkrankt. Also wir haben bisher alle das Virus nicht, auch im Freundeskreis nicht und im engeren Bekanntenkreis nicht. Darum bin ich sehr froh und dafür bin ich auch sehr dankbar und ich hoffe, das bleibt so. Und ja, das ist im Prinzip auch das Wichtigste zurzeit. Alles andere ist eventuell auch Jammern auf hohem Niveau, aber ein bisschen jammern muss ich trotzdem, weil ich merke, dass mir diese Pandemie emotional doch ziemlich zusetzt. Das hat unter anderem auch, also da spielt das Berufliche mit rein, wie so viele sind. Also mussten auch wir, ich glaube im April, auf Kurzarbeit. Das war jetzt Gott sei Dank nicht so schlimm vom Finanziellen her, dass ich mir Sorgen machen musste. Das war alles ganz gut geregelt. Und natürlich ist es auch irgendwie nett, wenn man ein bisschen mehr Zeit hat, also weniger Stunden in der Woche arbeiten muss. Ich habe aber schon damals gemerkt, dass da bei mir, ich konnte nicht so abschalten, dass ich immer so eine Unruhe hatte, auch an diesen freien Tagen irgendwie E-Mails gecheckt habe, also berufliche E-Mails. Immer irgendwie geguckt habe, was machen die Kollegen. Wir waren ja auch alle im Homeoffice und denn wir hatten halt so ein Chatprogramm, mit dem wir uns verständigt haben. Da habe ich ständig reingeguckt, um zu gucken, was ist gerade aktuell, was passiert gerade, welche Themen sind gerade wichtig. Und da habe ich gemerkt, ich konnte nicht abschalten einfach. Und das hat mich schon relativ kürre gemacht. Und dann kam noch hinzu, dass Ende Juni meine Stelle gestrichen wurde, gekürzt wollte ich jetzt sagen, aber das, ja, sie wurde gekürzt und damit gestrichen. Das heißt, ich habe meinen Job verloren, was zusätzlich natürlich nicht besonders angenehm war. Erstens, weil ich den Job wirklich sehr mochte, weil ich meine KollegInnen sehr, sehr mochte. Wir hatten ein ganz, ganz tolles Team, tolle Chefinnen auch und ja, es hat mir einfach sehr viel Spaß gemacht. Ich war da 7 Jahre lang, was halt auch eine lange Zeit ist und emotional vielleicht auch ein bisschen zu doll mit der Arbeit verknüpft, wie, weiß ich nicht, wie doll man das mit der Arbeit sein sollte, aber ich bin ja, wie ihr wisst, Redakteurin bei einer Zeitung und das ist halt, da man da sehr, sehr viel Zeit auch verbringt und oft Überstunden macht, ist es halt auch schwierig, wenn man da jetzt nicht so emotional verknüpft ist, dann geht man da, glaube ich, ganz schön ein auch. Und das war ein ziemliches Loch auch, in das ich da gefallen bin. Und emotional ging es mir da logischerweise nicht so gut. Ich hatte das große, große Glück und ich weiß nicht, was da für ein Schutzengel irgendwie im Himmel war und auch dafür bin ich sehr, sehr dankbar, dass ich relativ schnell eine neue Stelle gefunden habe bei einer anderen Lokalzeitung. Ich bin jetzt seit 2,5 Monaten bei dieser anderen Zeitung und es macht auch sehr viel Spaß. Es ist alles ein bisschen anders und ein bisschen andere Themen auch, aber ich arbeite mich da rein. Die Problematik ist halt nur, dass wir eben weiterhin auch im Homeoffice sind. Ich also in das neue Team nur so semi reinwachse, auch wenn die Kolleginnen, die sind alle super nett und helfen, wenn man Fragen hat und überhaupt. Aber es ist natürlich schon komisch, eine neue Stelle zu beginnen und dann immer zu Hause alleine zu sitzen. Und auch dieses Zuhause alleine sitzen, den ganzen Tag irgendwie in der Wohnung zu verbringen, also den ganzen Tag ist ja auch übertrieben, man hat ja auch Termine, wo man hingeht und so. Aber trotzdem, ich merke, dass mir das zunehmend zusetzt, ist jetzt vielleicht auch ein sehr hartes Wort, aber dass es mir zusätzlich ziemlich, also zunehmend ziemlich auf den Keks geht. Und das, obwohl ich jemand bin, der auch mal gerne mit sich alleine ist, das ist, war ich immer schon. Also ich habe gerne meine Wochenenden auch mit mir selber verbracht und gelesen, Serie geguckt oder einfach mal die Wand angestarrt. Oder ich gehe auch gerne allein spazieren, ich gehe gerne allein ins Kino und auch mal gerne allein ins Theater. Damit habe ich gar kein Problem. Aber was ich schon gemerkt habe, ist, dass das sonst eben auch ein Ausgleich war. Dass wenn man war den ganzen Tag mit den KollegInnen zusammen, hatte Termine, hat viele Leute getroffen und war dann eben auch froh, wenn man einfach mal alleine war.
jetzt ist es halt so, jetzt bin ich ständig alleine und sitze eben zu Hause, kommuniziere per Chat oder per Telefon die meiste Zeit. Und was eben auch nicht da ist, ist diese Trennung von Arbeitsort und Wohnort. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr vielleicht auch alleine wohnt in einer Einzimmerwohnung und euer Zimmer auf einmal alles ist, nämlich Wohnzimmer, also sowieso schon Wohnzimmer, Schlafzimmer, Esszimmer und alles. Und jetzt ist es eben auch noch Arbeitszimmer, Konferenzzimmer, Schreibzimmer, wie auch immer. Und da fällt es mir auch schwer, oder ist es mir am Anfang besonders schwer gefallen, und ich hatte das jetzt, als ich die neue Stelle wieder also angefangen habe, wieder, dass es mir schwer fiel, so, ich mache jetzt Feierabend und dann kann ich runterkommen. Sondern ich muss da so meine Strategien erstmal suchen, um das zu schaffen. Und auch dieses Alleine sein und niemanden treffen, vor allen Dingen auch niemanden, also ich persönlich mag Hände schütteln sehr gern, manche mögen das ja nicht so, das geht jetzt nicht mehr. Man kann niemanden umarmen. Gerade jetzt im zweiten Lockdown ist auch meine Familie wieder sehr viel vorsichtiger geworden, meine Geschwister. Auch da ist dann Knuddeln nicht mehr so da. Und ich merke, dass mich das schon belastet. So, das war jetzt eine ganz schön lange Antwort auf eine Frage, deswegen kommen wir zur nächsten. Zweite Frage. Hast du während der Pandemie mehr Zeit zu lesen? Jein. Also natürlich durch die Kurzarbeit und dadurch, dass ich dann auch arbeitslos war, hatte ich mehr Zeit zum Lesen. Und die Monate waren eigentlich lesetechnisch auch ganz gut. Es waren immer so 4 bis 6 Bücher pro Monat, was jetzt aber auch nicht überdurchschnittlich viel ist. Also das habe ich auch manchmal geschafft, wenn ich ganz normal arbeiten war. Also ich glaube, das hängt tatsächlich damit zusammen, dass ich eben diese ständige Unruhe hatte und mich gar nicht so viel aufs Lesen konzentrieren konnte, wie ich das wollte. Und ehrlich gesagt, seitdem ich den neuen Job habe, ist das schlimmer geworden. Also ich habe ja da im September angefangen. Ihr wisst es, mein Lesemonat September war quasi nicht vorhanden, wenn man es so will. Das hatte natürlich auch damit zu tun, dass ich mich viel in Neues einarbeiten musste und dann eben aber auch abends nicht die Ruhe hatte, also nicht so runterkommen konnte und meistens früh ins Bett gegangen bin tatsächlich. Und ein bisschen ist das jetzt immer noch so. Gerade als jetzt im November dieser neue Lockdown kam, also ich merke, dass ich halt, ja, ich finde nicht die Ruhe zum Lesen. Und ich lese jetzt Dinge, die mir irgendwie vertraut sind, die ich entweder schon kenne oder wo ich weiß, das ist halt eher so leichte, leicht zugängliche Lektüre. Aber meine ganzen Buchpreisbücher, die hier immer noch unangetastet liegen, finde ich derzeit keinen Zugang zu. Oder überhaupt zu all den schönen deutschsprachigen Gegenwartsliteraturbüchern, die ich mir geholt habe und auf die ich mich alle sehr, sehr gefreut habe und immer noch freue, aber zurzeit geht's nicht. Also von daher mehr Zeit theoretisch schon, die Ruhe dafür nicht. Drittens, hat sich dein Leseleben verändert? Ja gut, das impliziert das ja, ja schon. Also es ist irgendwie, ich will nicht mal sagen zurückgegangen, aber der Fokus, was jetzt gerade an Lektüre geht, ist halt doch anders. Also es ist weniger literarisch. Was heißt weniger literarisch? Naja, ich habe es ja erklärt. Ihr wisst, was ich meine. Viertens, hat sich etwas daran geändert, woher du deine Bücher beziehst? Nein. Das auch nicht während des Lockdowns. Bei uns in Potsdam waren ja die Buchhandlungen auch für 4, 5 Wochen geschlossen. Sie haben aber weiterhin ausgeliefert. Das heißt, man konnte dort anrufen oder per E-Mail Bücher bestellen und dann in einer Abholstation abholen oder sie haben sie halt nach Hause geliefert. Ich habe in meiner Straße, also ich falle quasi rein in diese Buchhandlung. Es sind wirklich nur 3 Minuten zu Fuß. Und ich glaube, ich habe dieses Jahr da schon sehr, sehr, sehr viel Geld gelassen. Also ich habe tatsächlich sehr oft Bücher gekauft, weil es irgendwie für mich so, andere kaufen Schuhe oder weiß ich nicht was. Ich kaufe Bücher und dann geht es mir besser. Nur gelesen habe ich die meisten halt noch nicht. Aber nein, ich kaufe weiterhin in Buchhandlungen in meinen Lokalen, weil ich das schön finde und weil es ja auch gerade jetzt auch nochmal eine Chance ist, Leuten zu begegnen und kurz mit ihnen zu reden. Und ja, das mache ich weiterhin und sehr, sehr gerne. Dann kommen wir jetzt zu konkreten Büchern. Nämlich die nächste Frage ist, was sind deine Top 3 Lektüren seit Beginn der Pandemie? Also ich zähle jetzt einfach mal seit April. Und meine Top 3 Bücher seit April sind auf jeden Fall Sprache und Sein von Kübra-Gümüşhei. Da war ich ja auch bei der Lesung, da hatte ich ja einen Vlog gemacht und da hatte ich zwar das Buch vergessen,
Aber ich habe einfach mal, ups, meine Eintrittskarte unterschreiben lassen und die habe ich dann hier in das Buch geklebt. Ein unglaublich tolles Buch, was sich mit Sprache auseinandersetzt, was Sprache auch mit unserem Denken wa macht, was, wie sich unser Denken auf die Sprache auswirkt und wie das eigentlich so ein Kreislauf ist und ja, wie wichtig es ist, auf gerechte und ja, alles umfassende Sprache zu achten. Es ist ein ganz, ganz grandioses Buch. Gibt es dazu ein extra Video? Nein, ich glaube nicht. Aber im Lesemonat spreche ich dazu auch nochmal ausführlicher. Das verlinke ich euch nochmal. Also eine große Empfehlung, eine große Sachbuchempfehlung. Dann ein absolutes Mindblowing-Buch war dieses hier für mich, Ingo Schulze, Die rechtschaffenen Mörder. Dazu gibt es eine Extra-Rezension. Deswegen gar nicht so viel dazu. Es geht darin um einen Antiquarhändler, dessen Leben und Wirken aus verschiedenen Perspektiven beschrieben wird. Und im Laufe des Buches machen sich da immer wieder andere Wendungen auf und neue Sichtweisen, die einen selber auch sehr viel hinterfragen lassen. Und das fand ich ganz, ganz großartig. Dazu gibt es eine ausführliche Rezension, deswegen dazu jetzt nicht viel mehr, sonst wird das hier zu lang. Und das dritte Top-Buch habe ich euch gerade erst gezeigt im Lesemonat, Wildnis von Daniela Danz, ist meine Literaturentdeckung des Jahres, würde ich sagen. Also ihre Gedichte haben mich einfach umgehauen und auch ihr Roman Lange Fluchten. Aber gerade dieser Band hier, also eine große, große Empfehlung, wenn ihr euch einen Lyrikband in nächster Zeit kaufen möchtet und ihr wisst nicht welchen, Wildnis von Daniela Danz. Bitte, bitte. Und dann sagt mir, wie ihr ihn gefunden habt. Und ja, lasst uns ganz viel über Wildnis und Daniela Danz sprechen, weil große, große, große Buchliebe dieses Jahr. Dann, was ist dein Flop gewesen in dieser Zeit? Mein Flop-Buch. Da habe ich überlegt, ich hatte erst gedacht, Sarah von Scott McLanahan. Aber ich glaube, Jackie Tomei, Momente der Klarheit, hat mich tatsächlich noch mehr enttäuscht, weil ich hatte mich relativ, also nicht relativ, ich hatte mich ziemlich gefreut auf dieses Buch. Und dann, ja, hat es mich irgendwie so gar nicht abgeholt. Es erzählt von verschiedenen Menschen, die alle irgendwie zusammenhängen und sie alle, es erzählt von ihren Beziehungen, von Liebe und dann geht es manchmal um neue Beziehungen, manchmal um ältere. Mir hat der Blick auf Frauen hier nicht so gefallen. Mir hat auch der Umgang mit Sex nicht so gefallen. Also ich habe nichts dagegen, wenn in einem Buch Sex vorkommt. Normal People von Sally Rooney zum Beispiel, da geht es auch relativ viel um Sex, aber das ist so eingegliedert, dass ich verstehe, warum es wichtig ist für die Protagonisten und beschrieben, dass ich es sehr, sehr schön finde. Das war in dem Buch nicht der Fall und ich habe mich größtenteils gelangweilt und geärgert und es tut mir sehr, sehr leid, aber es hat mich einfach nicht abgeholt und damit ist es mein Flop-Buch, glaube ich. Dann Frage 7. Hast du Bücher mit Pandemiebezug gelesen? Nein. Ich hatte mir von Albert Camus die Pest, wie wahrscheinlich 100 andere Menschen auch, gekauft. Ich habe es aber tatsächlich nicht gelesen. Ich habe am BE gab es ein Kurz-, also ein Ein-Mann-Theaterstück, Die Pest. Das habe ich im Lockdown, das hatten sie als Online-Stream und das habe ich gesehen. Das war großartig. Da hatte ich auch totale Lust, das Buch zu lesen, aber dann kam irgendwie wieder was anderes dazwischen und dann habe ich es nicht gemacht. Also, nein. Ach so, da soll ich dann Leute taggen. Ehrlich gesagt, ich habe ein bisschen den Überblick verloren, wer jetzt schon wo getaggt wurde. Deswegen, wenn ihr dieses Video seht und gerne auch ein Video darüber machen möchtet, dann macht es doch einfach. Ich würde mich freuen, weil ich finde es ziemlich interessant. Ansonsten könnt ihr mir die Fragen auch gerne unten in den Kommentaren beantworten. Mich würde vor allen Dingen interessieren, wie es euch emotional gerade geht. Ob euch das alles zusetzt, ob ihr vielleicht auch gar nicht so sehr von der Isolation betroffen seid, weil ihr ständig weiter ins Büro müsst. Es dürfen ja nicht alle im Homeoffice arbeiten oder manchmal geht es eben auch gar nicht. Oder weil ihr eine große Familie habt und die ganze Zeit sowieso beschäftigt seid. Und ja, also wie geht es euch gerade? Das würde mich sehr empfehlen. Das würde mich sehr interessieren. Und was ich noch sagen wollte, empfehlt mir gerne Bücher, die jetzt vielleicht zu meinem Gemütszustand passen. Komischerweise helfen mir gerade auch Bücher, in denen es Leuten nicht so gut geht. Also so im, nicht jetzt so, es ist alles furchtbar und ganz viel Gewalt und Mord und Totschlag, sondern mehr, die so psychische Probleme haben und versuchen, da irgendwie rauszukommen. Das hilft mir gerade. Wenn ihr da gute Empfehlungen habt,
Schreibt es mir auch in die Kommentare. Und ansonsten hoffe ich, das war interessant für euch und ich hoffe vor allen Dingen, ihr bleibt gesund und behaltet die Nerven bei allem, was noch kommt. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und ich wünsche euch schöne Lesestunden vor allen Dingen. Genau, bis dahin. Tschüss.